Moin, moin. Heute stelle ich euch mal ein schönes Teil vor, was ich mir gekauft habe von Kaufland. Ein Technikteil. Konstruktions-Challenge von Galileo. Der Hersteller ist Clementino. Und da schauen wir uns mal, was da drin ist. Typische Bauanleitung, 16 Seiten, zwei Modelle kann man damit bauen. Und hier sind nun die Teile. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also Pins noch gar nicht rausgeriffelt. Räder, vier Stück. Achsen auch noch drinne. Dann haben wir hier noch mal Pins und hier haben wir auch noch mal Pins. Technikteile und das übliche Geriffel mit ein bisschen Lauf. So, und wenn ich mir das so angucke, qualitätsmäßig, naja, ich würde sagen, unter China Qualität. Also empfehlen, na, nicht wirklich. Also für einen Achtjährigen ist das nichts, so wie es da drauf steht. Ab 8 Jahre kann ich nicht empfehlen, weil die Pins hier wirklich schwer reingehen. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn man das alles abgefummelt hat hier. Das ist schwer. Also, das tut an den Fingern schon weh. Also, butterweich gehen die Dinger nicht rein. Und raus auch beschissen. Die Feststeller für die Achsen sind leicht. Für ein Zahnrad, ja, kann man nehmen, ist brauchbar. Hier haben wir noch ein größeres Zahnrad. Ja, hält. Klemmkraft ist gut. Naja, dann baue ich ja mal ein bisschen was rum. Schauen wir mal und suchen uns die Teile raus. So, dann sehen wir uns mal wieder, wenn ich da ein bisschen was gemacht habe. Das ist erstmal der Anfang. Da bin ich bei Bauschritt 2. Ja, ihr seht. So. Bis Bauschritt 6 sieht das erstmal so aus. Ist hier so ein bisschen zugekommen. Getriebeteile, Pinne, ein paar Winkel, ein paar Streben. Und nun baue ich mal ein bisschen weiter. Das ist gar nicht so einfach hier. Wie es aussieht. Nicht einfach. Ja, das ist doch ein bisschen verwirrend alles hier mit der Anleitung.
Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Okay, ja, gut. Machen wir mal 7 weiter. Mal gucken, wie es aussieht nachher. Das soll man so halten. Das soll man jetzt so machen. Und das soll man jetzt so machen. Weil, machen wir es doch. Ach, das kommt hier rein. Deswegen haben wir das so komisch gehabt. Jetzt haben wir es. Gut. Gar nicht so einfach. Ah, dieses Rausdrücken von diesen Pins. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, 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 Junge. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Der ist auch richtig. Den haben wir auch drinne. So, jetzt haben wir Spaß, Zug 3. Wie gesagt, geht schwer rein. Also nichts für einen Achtjährigen. Der wird bitterlich weinen, wenn das nicht geht. So, jetzt brauchen wir mal so einen. Dann brauchen wir einen Orangen rausgepokelt. Einen schwarzen Pin rausgepokelt. Und einen doppelten raus. So, soweit sind wir schon. Bauschritt 8. Unspektakulär. So, Bauschritt 9. Was haben wir denn da für Sachen? Einmal das hier. Winkel. Und drei von denen hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja. Das ist die Klemmbaufront. Heutzutage musst du dich mit so einem Zeug rumärgern, weil manche Firmen zu teuer sind und zu lieblos aufgebaut. Ach, davon brauchen wir zwei. Nun schauen wir mal. Wie müssen wir das machen? Okay. Jetzt soll ich das da drauf primeln.
ich jetzt hier drauf machen. Und diese zwei soll ich jetzt hier noch da einmal reindrücken in Rot. Aber so. Und den auch so. Schauen wir mal. Hiervon brauchen wir zwei. Hiervon brauchen wir zwei. Ach, was so schön ist, hier so eine kleine. Das habe ich auch nicht erlebt hier, dass man das alles auseinanderfriemeln muss. Mann. So. Der kommt da. Der kommt da. Und kommt jetzt nach vorne. So, dann Brosche 10 haben wir auch gleich geschafft. Hinguckt, dann hat man sich verdrückt. So, Bautschritt 10. Eins hiervon, zwei davon. Hiervon. Oh. Schauen wir mal. So, die zwei sollen jetzt hier rein. Okay, wir machen das mal. So. Der soll jetzt da rein. Ein Rad nach unten. Ein Rad nach oben. Ob das alles so hält. Ach, da hat sich doch der Fehlerteufel reingeschlichen. Das gibt's ja nicht. Achse müssen wir weiter reindrücken. Na, geht doch. Na, leichtgängig ist es ja. So. Bauschritt 12. Ein hiervon. Zwei davon. Drei wieder von hier. Kommst dir vor wie bei Ravensburger Puzzle hier. Junge, was sich da einfallen lassen haben.
passt, wackelt und hat Luft. Ja, und eine Dreier brauchen wir auch noch. Eine Dreierstange. Das ist gut. Also das haben sie wenigstens gut gemacht, dass man das hier sieht mit den Stangen. Das ist optimal. Nur, dass man die ganzen Sachen rausbrechen muss. Das ist nicht optimal. Leute, Leute, Leute. Wie soll ich das reinstecken? Steht nicht da. Kommt das irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Nein, lassen wir das mal liegen. Zwei hiervon. Ein davon. Oh, jetzt haben wir es aber knapp hier. Drei davon. Junge, 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 Junge. Auf die Schnelle zusammengesteckt. Bauschritt 14. Den soll ich jetzt so drehen und hier durchstecken. Okay. Das ist so. Und wer kommt dann? Riese und Eva Klein hier drin. So, jetzt haben wir hier, gucken, was ihr seht, ein Differentialgetriebe, alles zusammenkleistern. Einmal Gehäuse. Zahnrad. Zwei von den Zahnrädern. Also ein Zahnrad habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, stecken wir es mal zusammen. Hoffen, dass es hält. So, jetzt nochmal wieder eine Dreierstange. Junge, Junge. Kommst du vor wie im Modellbau? Ach, hier unten steht dreimal. Na, dann nehmen wir mal eins zu, ne? Wir haben es ja noch. Ah, das haben wir jetzt hier unten reingepackt. Das eine muss hier rein. Das andere muss da rein. Und jetzt haben wir das ganze Wackes hier durchschieben. So. Mittig. Ja, jetzt sagt er mir, ich soll es da unten reinmachen. Das heißt, ich soll das so jetzt hier reindrücken. Das ist hier.
Getriebe. Junge, ist das ein Spaß. Das ist ja ein Spaß. Was soll ich jetzt hier reinprügeln? Ach, da brauchen wir noch einen Dreier. Das habe ich noch nicht erlebt zum Teil. Das ist ja unter aller Sau. Fehlerteufel eingeschlichen hier. Das ist, wenn man das nicht richtig sieht. Da müssen wir ja auch noch rein. Junge, 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 ist das ein Brezelkack hier. Ja, jetzt haben sich die Zahnräder auch wieder selbst nicht gemacht. Auf ein neues. Und schon wieder ist auch was geflutscht. Ja, super. Das ist ein Gewagnis hier. Junge, Junge, Junge. So, der ist halt verloren, der ist drin. So, jetzt soll ich das hier auch noch dran machen. Ich habe es auch noch wieder vergessen. Der soll da rein. So. Untere. So. Schauen wir mal. Haben wir jetzt das Zahnrad wieder richtig reingemacht? Oder ist es wieder verkehrt? Naja. Ah, fliegt hier schon eins weg. Ich denke mal, wir machen das mal so. So, so, so. So. Manche haben ihre Kinder nicht lieb. Aber wirklich. Ja, schon wieder eins runtergefallen. Naja. So, ich denke mal, so müsste es jetzt passen. Naja, drehen tut es ja. Wenn wir es mal richtig sagen. So, das war aber Abschnitt 15. Jetzt machen wir Abschnitt 16. Einmal so rein. Das kommt ins dritte Loch. Das soll hier unten rein. Junge, Junge, Junge. Das ist doch Murks.
Dann kommt dieses hier. Hier oben aufs Stück. So, von der anderen Seite. Was habe ich da? Eingang ist es hier. Das soll ich jetzt hier reinprügeln. So, jetzt weiß ich, ob ihr es seht. Bei diesen Orangen hier. Ja, da sind so Haken drin. Und die müssen wir hier einhaken. Damit die nachher anliegen und nicht mal verrutschen. Ja. Aber wie das alles hier funktionieren soll, ist total. 1, 2, 3, aber hier ist doch schon einer drin. Was ist denn das für ein Kokolores? So, ja, passt. Merkwürdig alles. Ja, war überhaupt schon 16. Oh, 6er Stein. Was soll ich sagen? Das ist eine Scheiße hier. Bisschen fragil, die ganze Sache. So, jetzt machen wir die Räder drin, ne? Klemmen sie, gehen sie nicht. Ja, ja. Das geht auf keinen Fall. Ist das ein Schrott? Das ist ein Schrott.
Sport habe ich noch nie gehört. So, jetzt da hier durch. Was ist denn hier vorne drauf? Oh Mann, Mann, Mann. Kannst du über Gott und die Welt reden. Aber das hier ist wirklich. Wirklich von Po. Ausgedrückt. Hammer hier. Der absolute Hammer. Schnauzer, der soll hier rein. Was ist denn das wieder für ein Müll hier? Okay. Fehlt schon also Red ab. Das für ein Rotz.
Eilwitzka. Also, wir sind fertig. Das andere ist Modell Nummer 2, aber das tue ich mir nicht mehr an. Also, mein Fazit hier mit dem Teil. So sieht er aus. Also ich würde nicht kaufen. Kauft nicht. Alleine schon dieses Geriffel hier. Die ganzen Achsen. Die Halter. Diese komischen Pinne. Das ganze Zeug könnt ihr nehmen, den Müll und das Auto hinterher. So, das ist hier von Clementini. Oder Clementoni. Kommt aus Italien. Der ganze Rotz hier. Da hatte ich mir eigentlich was Besseres drunter vorgestellt. Also für 8 Jahre. Nee. Kann ich nicht empfehlen. Absolut nicht. Das ist so ein Ding, das könnt ihr hier getrost liegen lassen. Oder wenn ihr es gekauft habt, könnt ihr es in den Müll schmeißen. So. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich werde euch hier noch mehr Modelle vorstellen. Von Tsingbao. Was habe ich denn noch hier? Von Winner. Mox aus dem Internet. Zusammengebaut, Steine zusammengesucht. Dann habe ich ungefähr noch 25 Häuser, die ich dann auf einer Platte drauf baue. Komplette Stadt. Und das wird ein schönes Projekt. Und das war's erstmal. Macht's gut, Leute.